Hallo, ich bin Hanna. Und ich bin Bruno. Die Durchblicker. Heute sind wir auf dem Bauernhof der Familie Schur, um zu gucken, wie hier gearbeitet wird oder wo unsere Milch herkommt. Aber am besten, wir schauen uns erstmal um. Hallo Herr Schur, ich bin Bruno. Hallo. Hallo, ich bin Hanna. Wer lebt hier denn auf dem Bauernhof? Hier auf dem Bauernhof lebe ich mit meiner Frau, 3 Söhnen und einem Festangestellten und 2 Auszubildenden. Und wie lange gibt es diesen Hof hier schon? Diesen Hof hier gibt es schon viele 100 Jahre, ist einer der ältesten Betriebe hier aus Eichse. Können wir mal in Ihren Kuhstall gucken? Ja, klar. Sie produzieren hier eine Menge Milch. Wie werden die Kühe denn bei Ihnen hier gehalten? Die Kühe werden hier in einem sogenannten Boxenlaufstall gehalten, wo sie jederzeit frei fressen können, wo sie sich frei drin bewegen können. Und jede Kuh hat ein Bett aus Stroh, in dem sie jederzeit schlafen kann. Wer melkt denn die Kühe? Die melke ich, dafür bin ich zuständig. Und sagen Sie, wie melken Sie denn die Kühe? Ja, wir haben 16 Melkplätze, also wir können 16 Kühe gleichzeitig melken. Und die stehen wie in so einer Fischgräte sich gegenüber. Und dann kann ich jeder einzeln ansetzen mit einzelnen Melkzeugen. Und von hier fließt die Milch direkt in den Tank. Das sieht ja echt gut aus hier. Ist es ein moderner Betrieb? Ja, ich würde schon sagen, dass wir einen modernen Betrieb haben. Wir haben Milchviehhaltung, Pflanzenbau, Biogasanlage. Das bedeutet ein geschlossener Kreislauf im System. Sie melken die Kühe gar nicht mehr per Hand? Nein, das ist heutzutage nicht mehr möglich. Wir haben ja 100 Kühe zu melken und das wäre so wie früher nicht mehr zu managen. Haben Kühe denn auch Urlaub? Ja, Kühe haben auch Urlaub. Bevor eine Kuh ein Kalb bekommt, kriegt sie 6 bis 8 Wochen Urlaub und darf sich frei bewegen, wie sie möchte und braucht nicht mehr zu melken. Und kann sich vorbereiten auf das nächste Kalb. Wie viel Milch gibt denn eine Kuh? Eine Kuh gibt pro Jahr ungefähr 10.000 Liter Milch. Das heißt, pro Tag, den sie melkt, gibt sie gut 30 Liter Milch. Wann geben denn die Kühe Milch? Eine Kuh gibt zum ersten Mal Milch, wenn sie gekalbt hat. Denn Kühe geben Milch, um eigentlich ihr Kalb zu ernähren. Und um ihr Kalb zu ernähren, gibt die Kuh ein gutes Jahr Milch. Das heißt, jede Kuh gibt gut jedes Jahr ein Kalb. Oh, am liebsten würde ich mir eins mit nach Hause nehmen. Am besten das hier. Ja super, aber was machst du mit ihm, wenn es ausgewachsen ist? Wie lange bleibt denn ein Kalb so klein und ist bei Ihnen hier im Kälberstall? Also hier in der Einzelbucht sind sie 14 Tage lang normalerweise und dann werden sie darüber gesetzt in die Buchten, wo mehrere Kälber drin sind und da bleiben sie dann so 8 Wochen drin. Und was bekommen die Kälber zu fressen? Also am Tag bekommen sie 6 Liter Milch zum Saufen und dann kriegen sie hier unten, seht ihr das, ja getrocknetes Pellets aus Getreideschrot und Rapsschrot dazu. Und hier oben kann man ja sehen, zur freien Verfügung haben sie Heu. Toll, dann lass uns jetzt mal zur Biogasanlage gucken. Wieso haben Sie sich dazu entschieden, auch eine Biogasanlage zu betreiben? Wir haben uns entschieden, eine Biogasanlage zu betreiben, um aus Gülle, Mist und anderen landwirtschaftlichen Produkten Biostrom zu erzeugen, den wir dann verkaufen können. Damit können wir auch unseren Stall heizen mit der Wärme von dem Motor und wir können die Wärme auch an die Industrie abgeben. Sagen Sie, da ist jetzt das Gas drin? In diesen Behältern ist auch das Gas drin, aber in diesen Behältern ist erst das, in erster Linie das sogenannte Substrat und die Bakterien drin, die das Gas produzieren. Was bauen Sie auf Ihren Feldern an? Wir bauen auf unseren Feldern Zuckerrüben, Kartoffeln an und wir haben ganz bewusst eine vielfältige Fruchtfolge, um den Fruchtwechsel auf den Schlägen zu gewährleisten. Und dann bauen wir noch viel Zwischenfrüchte an, um das Bodenleben zu aktivieren und dann haben wir noch ganz Teil Gras für die Kühe. Alles, was übrig bleibt, kommt nicht sofort aufs Feld, sondern erst in die Biogasanlage. Und aus dem erzeugten Biogas wird Strom und Wärme produziert und das kommt uns allen zugute. Cool, so schließt sich der Kreislauf. Wenn ihr mehr zum Thema Landwirtschaft erfahren wollt, guckt doch einfach mal auf unserer Website nach. Tschüss! Wir sind die Durchblicker!